Engel. Hiobs Botschaft. Brandland. Jubiläumsausgabe. Dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 17. Sie tappen umher, im Dunkeln, ohne Licht. Er lässt sie irren, wie Trunkene. Hiob, Kapitel 12, Vers 25. Es war längst dunkel geworden und Galui hatte die beiden Petroleumlampen entzündet, die über dem Tisch hingen. Wittgenstein hatte sich in einem der bequemen Lehnstühle niedergelassen und versuchte gegen den Impuls anzukämpfen, an seiner Wunde zu scheuern. Er hatte sich von dem erschrockenen Kaufmann den Verband abnehmen lassen, weil Marie, Irenes Mutter, ihm geraten hatte, möglichst viel Luft an die Wunde zu lassen, sobald sie sich geschlossen hatte. Frische Luft wäre die Heilung beschleunigen, hatte sie gesagt. Während sein Freund ihm den Verband abgenommen hatte und auch danach beim Abendessen hatte er Galui erzählt, wie er zu der Verletzung und seinem neuen, zweifelhaften Ruhm als steckbrieflich gesuchter Verbrecher gekommen war. Der Kaufmann war sichtlich beeindruckt gewesen und hatte den Steckbrief mittlerweile mindestens zum vierten Mal zur Hand genommen. »Du musst diesem Abbildert wirklich sehr aufgebracht haben«, griff er das Thema wieder auf, ohne von dem Papier aufzublicken. »Solch Steckbriefe in großer Zahl irgendwo anfertigen zu lassen, hat sicher ein Vermögen gekostet. Und selbst wenn er sie in seinem Kloster hat machen lassen, so ist sicher eine Menge anderer Arbeit dafür liegen geblieben.« »Du kannst den Steckbrief ja als Andenken behalten«, erwiderte Wittgenstein schläfrig. »Aber ich würde gern noch etwas mit dir besprechen, ehe mir die Lieder, pardon, das Lied zufällt.« Der Kaufmann legte den Steckbrief vor sich auf den Tisch und sah Wittgenstein aufmerksam an. »Ich muss von hier verschwinden«, sagte dieser mit dem Blick auf sein Bild. »Hast du ein Schiff, das den Hafen bald verlassen kann, möglichst in Richtung Skandinavien?« Galui legte den Kopf schief. »Die Templer haben meine gesamten Reisbestände beschlagnahmt. Deswegen habe ich zurzeit keine Ware, mit der ich die beiden Schiffe beladen könnte, die im Hafen darauf warten, nach Trondheim oder Oslo auszulaufen. Vielleicht gibt es Ware, die du von dort abholen könntest, oder kennst du jemanden, der fährt oder für den du eine Ladung verschiffen könntest? Und falls dein Schiff nicht voll genug wird, ich bin auch bereit, für die Passage zu bezahlen.« Der Kaufmann winkte ab. »Was du bezahlen würdest, macht den Kohl nicht fett. Aber wenn ich es mir recht überlege, könntest du etwas für mich erledigen. Eines meiner Schiffe, die Jean, ist nach Trondheim gesegelt und schon seit einiger Zeit überfällig. Eigentlich ist ihr Kapitän ein sehr zuverlässiger Mann, der schon lange bei mir im Heuer steht. Deswegen befürchte ich, dass dem Schiff etwas passiert ist. Wenn ich dich nach Trondheim bringen lasse, dann nur, wenn du ein paar Nachforschungen anstellst und herausfindest, was mit der Jean geschehen ist.« »Gut, warum eigentlich nicht?« Wittgenstein zuckte die Achseln. »Wenn ich nach einem gefallenen Engel suche, kann ich auch nach einem verschollenen Schiff suchen.« Der Kaufmann nickte zufrieden. »Gleich morgen früh werde ich Ben anweisen, den anderen Kaufleuten aus der Stadt günstigen Laderaum anzubieten. Wenigstens ein Schiff sollten wir doch beladen nach Trondheim schicken können.« Galui erhob sich und ging zur Tür. »Ich bin froh, dass du hergekommen bist, Wittgenstein. Ein Unternehmen wie dieses kommt mir jetzt gerade recht. Angenehme Nacht.« Er nickte seinem alten Freund noch einmal zu und verschwand durch die Tür. »Gute Nacht, mein Freund«, rief Wittgenstein ihm noch nach, als er schon draußen die knarrende Holztreppe hinabstieg. Eliphas hatte sein kleines Zimmer verlassen, nachdem er Hiob vom Fall seines Himmels berichtet hatte. Der Engel brauchte das Alleinsein jetzt dringender als er selbst. Der Regen hatte zum Abend hin aufgehört, und so war er auf den äußeren Ringwall hinaufgestiegen und blickte nun von den Zinnen auf das Flussdelta hinab. Von hier oben erinnerte ihn die mächtigen Segelschiffe, die durch das Delta in den Hafen von Leipzig segelten, an die kleinen Boote,
die sein Vater immer für ihn gebaut hatte, als er ein kleiner Junge gewesen war. Was sollte er jetzt tun? Der Ort, an den er den Engel bringen sollte, existierte nicht mehr und er wusste schon, ob sich im Moment überhaupt noch jemand in Skandinavien überhaupt dafür interessierte, den Engel den Prozess zu machen. Trotzdem, vielleicht sollte er einfach versuchen, seinen Befehl so genau wie möglich auszuführen. Er könnte hier einfach bei einem Kloster abgeben, das den Ansturm der Traumsaat überstanden hatte und möglichst nah am zerstörten Himmel der Ragoeliten stand. Dann musste er nur noch dafür sorgen, dass er bereits wieder über alle Berge war, bevor die Monarchen sich entschieden, ihn den Gefangenen wieder auf das Festland zurückschaffen zu lassen. Der Komteur schüttelte den Kopf. Er würde es sich noch einmal durch den Kopf gehen lassen und am nächsten Morgen mit Hiob sprechen. Als Eliphas am Morgen in seine Kammer zurückkehrte, lag der Engel mit offenen Augen auf der schmalen Pritsche. Der Komteur war die ganze Nacht ziellos über die Wehrgänge und durch die Innenhöfe des Klosters gewandelt. Er war sich nicht ganz sicher, warum er dem Engel sein kleines Zimmer überlassen hatte, fühlte aber, dass es richtig gewesen war, Hiob erst einmal in Ruhe zu lassen. Im Schlafsaal der Beutereiter hatte er sich jedoch auch nicht hinlegen können. Das stand außer Frage. Also war er die ganze Nacht auf den Beinen geblieben und fühlte sich jetzt dementsprechend müde und zerschlagen. Nachdem der Komteur sich auf den Klappstuhl an einen kleinen Schreibtisch niedergelassen hatte, setzte der Engel sich auf und blickte ihn fragend an. »Weißt du, was du tun willst?«, fragte er Eliphas. Der Anführer der Beutereiter schüttelte den Kopf. »Das Einfachste wäre sicher, die Sache dem hiesigen Ab vorzutragen«, antwortete er. »Damit würde ich das Protokoll befolgen und müsste selbst keine unangenehmen Entscheidungen fällen.« »Und was hält dich davon ab?« Eliphas zuckte die Achsel. »Welche Grundlage hat Abfrieda denn schon, diese Sache zu entscheiden?« Müde griff er nach dem Krug Wasser neben der Waschschüssel und füllte den kleinen Tonbecher vor sich auf dem Tisch. »Was meinst du denn, Engel? Wie soll ich jetzt handeln? Hat Gott dir eine deiner Visionen geschickt, die uns den Weg weist?« Hiob blickte nachdenklich aus dem schmalen Fenster auf den Hof hinaus. »Ich muss so schnell wie möglich nach Trondheim. Ich muss unseren zerstörten Himmel mit eigenen Augen sehen und ich muss dort etwas suchen.« »Etwas suchen?« Eliphas runzelte skeptisch die Stirn. »Ein göttliches Feuer hat den ganzen Himmel zerstört. Nach den Berichten von Augenzeugen ist nichts außer einem riesiger Trümmerhaufen von ihm übergeblieben.« Hiob lächelte traurig. »Du weißt selbst, wie gewaltig die Himmel sind. Und der Himmel von Trondheim hat fast so tief in den Fels hinabgereicht, wie er sich in die Lüfte erhob. Dort unten, tief unter der Oberfläche, waren die wichtigsten Geheimnisse des Ordens verborgen. Die Ragoliten waren Bewahrer alten Wissens, weißt du? Und das Wertvollste, was dort gelegen hat, ist das Ordensbuch, das der Monarchen Cumulus geschrieben hat. Mit diesem Buch sind die tiefsten Geheimnisse der angelitischen Kirche verzeichnet. Und wenn ich es nicht finden kann, dann muss ich wenigstens vollkommen sicher sein, dass es beim Fall des Himmels vernichtet wurde.« Eliphas sah den Engel erstaunt an. »Was kümmert es dich denn noch, was mit den Geheimnissen der Kirche geschieht? Sollte dieses Buch in die Hände der Traumsaat und ihrer Verbündeten fallen, wäre die ganze Welt in großer Gefahr«, antwortete Hiob mit ernstem Blick. »Und außerdem war Cumulus mein Freund.« »Und wie willst du nach Trondheim gelangen? Du wirst mich rüberbringen. Das ist doch deine Aufgabe, nicht wahr, Komteur?« Eliphas nickte bedächtig. Schon 3 Tage später stachen sie in See. Ein guter Teil der kirchlichen Nordmeerflotte pendelte seit dem Fall des Himmels der Ragoeliten
zwischen den Häfen in Skandinavien und Norddeutschland hin und her. Deus Vult war ein mittelgroßes Langschiff mit einem Mast und 30 Paar Riemen. Sie war wendig, schnell und durch ihre Bauweise gut geeignet, auch in den flachsten Buchten Nordeuropas das Ufer zu erreichen. Als sie an Bord gingen, konnte Hiob die Beutereiter murren hören und er erfuhr auch schnell warum. Auf dieser Art von Kriegsschiffen war es üblich, dass die Söldner sich mit an die Riemen setzen mussten und das Rudern war eine Arbeit, die keiner von ihnen gerne übernahm. Aber Zophar, der weißhaarige Kapitän des Schiffs, duldete keinen Widerspruch und so liefen sie planmäßig mit der Morgenflut aus. Der Platz auf dem Schiff war sehr beengt und Hiob musste sich mit Eliphas ein kleines Zelt neben dem Mast teilen. Aber das machte ihm nichts. In den ersten Tagen der Reise verbrachte er ohnehin die meiste Zeit speiend an der Reling. Er hatte bereits den langen Ritt nach Leipzig als Prüfung empfunden. Aber die Seereise nach Trondheim sollte sich als noch wesentlich härter herausstellen. Auch wenn die Seeleute immer wieder betonten, welches Glück sie doch bisher mit dem Wetter hätten, waren die ungewohnten, schlingernden Bewegungen des Schiffes und das ununterbrochene Auf und Ab einfach zu viel für Hiobs Magen. Er konnte sich nicht erinnern, sich jemals zuvor erbrochen zu haben, und sein schlechter körperlicher Zustand beunruhigte ihn mehr, als er sich selbst eingestehen mochte. Erst als Hiob sich nach einigen Tagen an den Aufenthalt auf See gewöhnt hatte und es ihm wieder besser ging, bemerkte er das Misstrauen, das ihm Kapitän Zophar entgegenbrachte. Hiob wusste nicht genau, was Eliphas dem Kapitän des Schiffes erzählt hatte. Aber es war offensichtlich, dass er Hiob nicht leiden konnte. Mittlerweile waren sie vollkommen allein auf hoher See. Schon seit 2 Tagen hatten sie keine Küste und kein einziges anderes Schiff mehr zu sehen bekommen. Am Abend des 7. Tages begann sich die Wolkendecke über ihnen rasch zu verdichten. Schwarze Wolkenberge türmten sich bedrohlich am Horizont auf. Bisher hatten sie bei mäßigem Westwind ohne den Einsatz der Riemen nordwärts segeln können. Aber jetzt drehte der Wind und frischte zunehmend auf. Plötzliche Böen rissen am Segel, sodass Kapitän Zophar es noch vor Einbruch der Dunkelheit einholen ließ. Aus dem feinen Nieseln, das ihre Reise bisher begleitet hatte, wurde ein heftiger Gewitterregen und der Sturm wurde immer stärker. Niemand fand in dieser Nacht Ruhe. Die Beutereiter und die restlichen Söldner auf dem Schiff saßen auf den Ruderbänken und legten ihr ganzes Gewicht in die Riemen, während Kapitän Zophar und seine Seeleute alle Hände damit zu tun hatten, um das Schiff einigermaßen auf Kurs zu halten. Eliphas und Hiob waren die einzigen an Bord, die keine Aufgabe hatten. Sie konnten nur versuchen, nicht von Bord gerissen zu werden und den Seeleuten möglichst aus dem Weg zu gehen. Kurz vor Mitternacht geschah dann das Unglück. Alle an Bord waren am Ende ihrer Kräfte, als sich plötzlich am Steuerbord ein gewaltiger Brecher auftürmte und über das Deck fegte. Taue rissen, Plastik und Holz splitterten. Hiob hatte sich mit einem Stück Tau an die Reling gebunden und drang keuchend nach Atem, nachdem sie aus der Welle wieder aufgetaucht waren. Er war vollkommen durchnässt. Außerdem hatte ihm etwas im Wasser die linke Schulter aufgeschlitzt. Sein Hemd hing ihm in Fetzen vom Leib und das Salz des Meerwassers brannte in der frischen Wunde. Als er wieder einigermaßen zu Atem gekommen war und sich das Wasser aus den Augen gewischt hatte, konnte er erkennen, dass der Brecher am Bug 3 Ruderbänke leergefegt hatte. Entweder hatten die Ruderer sich nicht richtig festgebunden oder die Welle hatte einfach zu viel Wucht gehabt. Jetzt sah er auch, wie Eliphas sich mühsam nach vorn kämpfte und einen der unbeschädigten Riemen ergriff. Mit zitternden Händen löste Hiob den Knoten des Taus um seinen Bauch und hangelte sich an der schwankenden Reling nach vorn. »Was muss ich tun?« schrie er Eliphas über das Tosen des Sturms hinweg zu. Wortlos zeigte der Kompteur ihm, wie er den Riemen halten musste. Dann wies er zum Heck des Schiffs. »Der Bootsmann gibt Zeichen, an sich welche Seite in die Riemen legen muss«, brüllte Eliphas. »Falls du ihn zwischendurch nicht erkennen kannst, tu einfach, was die anderen auf deiner Seite machen.« Hiob nickte und konzentrierte sich auf den Bootsmann. Kurze Zeit später, der Sturm hatte noch nichts von seiner Kraft verloren, erschien Zophar am Bug des Schiffes. Wütend deutete der Kapitän auf Hiob. »Der Gefallene soll keinen Riemenschlag mehr tun. Gott hätte ihn mitsamt seinen frevelhaften Brüdern vernichten sollen.« Die Raguliten hatten sich keines Frevels schuldig gemacht,
rief Hiob zornig zurück. Wenn Trondheim nicht eine Brutstätte des Frevels gewesen wäre, hätte der Herr euren Himmel nicht untergehen lassen, erwiderte der Käpt'n. Oder ist der Zorn des Herrn je ungerecht? Dann trifft er wohl wahllos jeden, der sich zur falschen Zeit am falschen Ort aufhält. Tu deine Arbeit, Kapitän, und lass den Engel rudern. Wir können jetzt jede Hilfe gut gebrauchen, herrschte Eliphas den Kapitän aufgebracht an. Kapitän Zophar schüttelte zornig den Kopf. Siehst du nicht die blasphemischen Narben auf dem Rücken des Gefallenen? Er ist eine Ausgeburt der Dämonen, und der Herr wird uns mit ihm vernichten, wenn wir ihm helfen. Der Hass in Zophars Stimme war trotz des Sturms deutlich zu vernehmen und ließ Hiob erschauern. Maße dir nicht an, Gottes Willen zu kennen, Kapitän, schrie Hiob zurück. Er hatte seine ganze Kraft zusammengenommen und versuchte seiner Stimme trotz des Sturms besonderen Nachdruck zu verleihen. Vielleicht ist dieser Sturm auch seine Rache an dir und deiner maßlosen Überheblichkeit. Nur der Herr allein kennt unsere Sünden. Also schweig und bete, dass der Herr uns sicher in den Hafen geleitet. Kapitän Zophar starrte wütend auf ihn herab und schüttelte die Faust. Aber er schien einzusehen, dass es sich besser darum kümmerte, sein Schiff heil durch den Sturm zu bringen, als sich weiter mit Hiob anzulegen. Der Wind wurde erst zum Morgen hin wieder schwächer, und am Mittag des nächsten Tages glitt die Deus Vult bei strömendem Regen über eine fast glatte See. Alle an Bord waren vollkommen erschöpft. Insgesamt hatte der Sturm der vergangenen Nacht 7 Opfer gefordert. 6 Söldner waren von dem Brecher von ihren Ruderbänken gespült worden. Die anderen Ruderer im Bug des Schiffes hatten sich gerade noch festhalten können und waren mit ein paar Prellungen und dem einen oder anderen Knochenbruch davongekommen. Später hatte es dann noch einen Matrosen erwischt, der versucht hatte, einige Proviantkisten, die der Sturm losgerissen hatte, wieder festzuzurren. Eine plötzliche Welle hatte das Schiff auf die Seite gelegt und eine der losen Kisten hatte ihn erschlagen. Kapitän Zophar sprach kein Wort mehr mit Hiob und hatte Eliphas gegenüber darauf bestanden, dass der Engel für den Rest der Reise in Eisen gelegt würde. Der Kompteur hatte sich geweigert, doch er musste den Kapitän erst mit einem Verfahren wegen Befehlsverweigerung und Ketzerei drohen, ehe dieser klein beigab. Angeblich wegen der Sturmschäden lief Kapitän Zophar einige Tage später den Hafen von Oslo an, statt Skandinavien zu umsegeln und wie geplant direkt bis nach Trondheim zu fahren. Als sie von Bord gingen, bedauerten weder Hiob noch Eliphas, den Rest der Reise über Land fortsetzen zu müssen, und Hiob fragte sich, ob nicht die Unberechenbarkeit der Menschen eine viel schwerere Prüfung war als die Seekrankheit oder seine schmerzhaften Erfahrungen mit dem Reiten.